Also, die Raumfahrt. Der mit seiner Malerei am Anfang der 1980er Jahre neue Akzente gesetzt hat. Wir zeigen ihn aber mit dieser Ausstellung Untiefen jetzt mit einem anderen Aspekt aus seinem Werkskomplex. Und wir möchten gerne auch etwas zeigen, was normalerweise nicht so sichtbar ist von einem Künstler, was meistens eigentlich eher im Atelier versteckt bleibt. Also einsame Angelegenheit, das für alleine. Und was ich bei größeren, wenn man es lange macht, dann kommt das auch dann so ein, also jetzt kommt ein Pathos. Und, irgendwie muss man auf anarchische Weise eigentlich seine eigene Haltung attackieren und auch irgendwie ironisieren. Weil sonst ist es unerträglich, das überhaupt zu machen. Für ihn von großer Bedeutung, auch mit Vorlagen, sei es in der Literatur, sei es im Film, umzugehen und diese nicht nur zu interpretieren, sondern aus dem Fundus seiner eigenen Erinnerung, seiner eigenen Einschätzung dann neue Werke zu schaffen. Ja, es ist eigentlich ein Angriff auf mich selbst.